Moin moin, und da sind wir auch schon wieder zurück. So, Vista. Vista, Vista. Hasta la Vista. Ach, ja, das ist ja ganz in der Nähe. Das ist ja... Das war ja einfach. Ja, ja. Ah, das ist dieser Sprungrätselturm, oder? Den du erwähnt hattest? Ja, super. Ja, das ist jetzt die Frage, Story oder Sprungrätsel? Also Instanz oder Sprungrätsel? Ah, Story, wa? Rätsel, zum Schluss würde ich sagen. Ja, mir egal, du. Ja, können wir machen. Auf dem Weg nehmen wir an Sehenswürdigkeiten und so weiter das mit, was wir finden. Ja, hier ist ja nicht mehr viel. Also... Wenn du mal auf die Karte guckst, was er dir anzeigt, wie viele Sehenswürdigkeiten gibt es denn noch? Moment. Mhm. So, was habe ich denn noch? Okay, an Sehenswürdigkeiten habe ich tatsächlich noch einiges. Ja, da habe ich 8 von 17. Gut, Herzen, okay. 5 von 5, 4 von 4 Aussichtspunkte. Wir können auch noch Herzen voll machen, ja, und das Glücksspiel noch, ne? Wenn wir denn kurz bevor wir ja... Oder Herzen das, haben wir doch alle, oder nicht? Ne, das neue Herz. Also hier, das eine Herz müssen wir noch voll machen. Anfang. Und Melandro. Das hier. Für was denn? Hier ist da. Kannst du ein Glücksspiel machen. Wo kann man? So, am Ende der Story kann man das sowieso. Okay. Hier unten nachher fehlt mir noch eine... Sehenswürdigkeit. So. Ja, ja, hier auch. Oder so. Genau. So, wo sollen wir jetzt eigentlich storymäßig hin? Hier. Dann würde ich sagen, ja, holen wir uns diesen Sehenswürdigkeiten mit. Und hier ist auch noch einer, den nehmen wir auch gleich mit. Okay. Also dann den, den, den. Und dann Story. Okay. Dann... folgen wir geschwind. So, so wahrscheinlich. Jetzt vielleicht noch mal was. Truhen. Ja, sehen. Verkauft. Hat ja. Sehr gut. 8 Stück. Ich darf nur eine kaufen, wenn ich das richtig sehe. Du kannst sehen, ob du es hoch drücken kannst. Moment, ich kann mehr kaufen. Bis 6. Ja, okay. Reiter. Ja. Weiter sei ich am Zählding da neben kaufen. Eine Truhe, genau. Mit was öffnet man die Truhe eigentlich? Mit gar nichts oder was? Mit gar nichts. Ah, oh, das ist ja mal nett. Oh, wir haben ein Stück nach Norden gleich wieder. So, ein bisschen Platz schaffen hier wieder. Hier diesen, wenn man so auf die Karte guckt, so am Strand praktisch längs, einmal diesen Fluss rauf. Ja, im Moment kann ich mich nicht bewegen, warte kurz. Das ist ziemlich interessant, um mal ein bisschen Holz und Omnombeeren und Austern und okay. Sowas zu farmen. Also wenn das so, das dauert nicht lang, vielleicht... Müssen wir für den Aussichtspunkt den einen nicht hier hoch? Ja, hier rechts? Müssen wir. Aber Orianischer Schößling ist ja auch nicht schlecht.
Weil hier ist noch eine Truhe, die will ich nochmal haben. Ja. Und auch hier die Trüffel und so, die sind alle ganz gut was wert. So, der verkauft mir nichts mehr. Aber eigentlich müssen wir doch nochmal unterhalb längs. Okay. Für dir, dankeschön. Fehlt irgendwer? Ach so, Sascha. Du stehst direkt in mir, deswegen habe ich dich eben nicht als Punkt gesehen. Wieder so eine Auster. Ja, die Perlen. Ja. Neues Farmgebiet hier, wa? Ja. Ja, hier ist wirklich ziemlich viel. Und eben auch Zeug, was wert ist. Also, Vergleich. Mit der Map, die wir heute Nachmittag gemacht haben. Menschen sind sehr gerne untertan, nicht wahr? Genau wie viele, Silvari. Wir dass der blasse Baum erwacht und uns fühlt. Schon klar. Vielleicht so, was der nächste? Ach, da oben. Okay. Genau, einfach hier hoch. Man kann da auch hochlaufen oder auf der anderen Seite Hüpfpilz nehmen, wie man möchte. Wir können ja auch laufen, ist ja egal. Jetzt für diese Abschnitte wünsche ich mir das Reittier. Ja, ich glaube nicht, dass du so viel schneller bist. Also, nee. Man kann ja drauf anlegen, wenn du jetzt einen Stab mit reinnehmen würdest und dich mit der 3 immer nach vorne schießen würdest und dann noch ein Horn mitnimmst, einfach nur um zu laufen. Glaube ich nicht, dass das so viel ausmacht. Naja, wahrscheinlich schon ein bisschen was. So, wunderbar. Aber den können wir mal fragen, ob er mit uns kämpfen will. Okay. Erstmal die Magie, dann. Nee, will nicht. Warum will er denn nicht? Man muss 7 Veteranen-Bandenchefs gekillt haben, damit der Interesse an einer entwickelt. Aha. Ist also was Besseres, ha? Ja, genau. Ja, der gibt sich halt nicht mit irgendwelchen Opfern ab. Mein Inventar ist voll. Würde mir nie passieren. Du siehst zum Glück nicht mein Bildschirm. Ich war die ganze Zeit schon am Aufräumen. So. So, die Truhe nochmal. Was ist das da in der Mitte? Ist das? Ach, das hier, das... Mitte ist hier... Das... Ja. So, genau hier. Welcher Gott fehlt? Ja, ja, aber also dann. Ich bin drinne. Ist klar, ja, aber... Genau. Ich bin drinne. Kannst du mir die Truhen... Lotto, Mensch. Wie bist du da reingekommen? Ja, irgendwer hat's aufgemacht. Also okay. Jemand, der alles abgeschlossen hat. Ah. Wir haben das erste Herz aber nicht gemacht. Ja. Dann können wir das nicht. Okay. Am Ende der Story, glaube ich, können wir sowieso. Aber wenn jetzt einer reingeht, dann sollten wir das auch tun. Jetzt können wir reingehen. Okay, ich komme. Schnell. Jetzt kann ich eine andere Truhe, du kannst... So, jetzt bin ich hier drin.
Es ist nicht einfach, mich zu beeindrucken. Und man kann immer noch eine Truhe normalerweise nachkaufen. Eine kannst du noch, also zwei, also einmal eine öffnen, einmal ansprechen und dann kannst du nochmal öffnen. Und du kannst eben sehr viele orianische Perlen kriegen oder auch nur zwei. Ich brauche ein paar mehr. Einfach mit ihr schnacken und die schickt dann nach oben. Jo, gefällt ja. Mir, danke. Nein. Könnt ihr mich bitte noch befreien? Okay. So, kurz, aber bevor wir in Instanz gehen, will ich Inventar ein bisschen aufgeräumt haben. Mhm. Das ganze blöden, wertlosen Siegel wegschmeißen. Was hier? Händler. Kannst verkaufen. Nicht wegschmeißen. Ja, das ist das Kupfer. Ja, das sind Portkosten. Ja, gut, das stimmt schon wieder. So, wenn der schon da ist, dann auch der Rest. Oh, prächtig. Ich habe hier das hier bekommen. Warte mal, poste ich mal einen Gruppenchat. Wichtig? Das ist von dem Event da bei Dwayne. Das Müll. So. Gut. Dann. Ihr beide seid auch bereit? Ja. Ja. Dann auf in die Instanz. Alle Reliquiare sind mit Energie versorgt. Das magische Netzwerk ist freigegeben. Ich sollte in der Lage sein, jetzt ins Reliquiar des Abaddon vorzudringen. War bei mir auch so. Da waren wir schon. So, hier kann ein bisschen Damage nicht schaden, also ein bisschen Food oder so. Wie kann ich eine Verbindung herstellen? Kommandeur, könnt ihr mich hören? Ich höre euch. Ich bin im Reliquiar des Abaddon. Äußerst gruselig. Wir sind unterwegs. Fangt nicht ohne mich an. Zu spät. Ich bin drin. An diesem Ort hat der Zahn der Zeit genagt. Bitte nichts anfassen. Wir doch nicht. Los, komm, hier, fass den an. Warte, genau. Erstmal. Ist egal, wen du anfasst. Nein, wir haben es nur angeguckt. Auf die beiden, Soldat! Ich werde euch rächen. Erfrischend. So, sehr schön. Da ist jetzt ein Schutz. Er ist noch recht neu. Es ist Feuermagie. Keine Magie der Mossad. Göttermagie. Wenn der letzte Aspekt hier ist, ist Balthasar hier gewesen. Hauptmann, bleibt hier und bewacht das Portal. Sollte sonst jemand versuchen, es zu verwenden, müsst ihr es sofort schließen. Verstehen? Dein Mikro. Ja, das fängt jetzt. Ja. Wir versuchen uns den Durchgang durch diese Tür zu ermöglichen. Was hat die da hinten für eine Kiste drauf? Haben. Will ich haben. Meine. Krasse. Super. Sie stirbt also. Noch besser. Erbarmen all jenen, die sich uns in den Weg stellen. So. Hier gibt's einen Erfolg. Feuer.
Ja. Nicht zu wenig. Ich werde dich wiedersehen. Wenn man nicht getroffen wird. Wenn du von den Feuerfeldern nicht getroffen wirst. Du wirst aber langsamer, wenn du rüberläufst. Könnt ihr es löschen? Ich kann es versuchen. Das ist Göttermagie. Schaut doch einmal, ob ihr einen Weg hindurch findet. Nö, kann man zusammen machen. Echt? Ja. So. Energiequelle. Ach so, die muss man dann auch noch zurückbringen. Ja. Okay. Ich hoffe, das zählt jetzt nicht gegen mich, dass mein Tiergefährte hier Schaden genommen hat. Das kann sein, dass es gegen dich steht. Ist er passiv gestellt? Oh, was ist das denn? Jetzt ging er alle an. Okay, da habe ich jetzt Schaden bekommen. Ich habe noch nie erlebt, dass Anis jemandem so den Vortritt überlässt, wie sie es bei euch tut. Ich vermute mal, es handelt sich um Erpressung. Nein, nichts dergleichen. Das wäre schäbig. Wir sind alte Freunde. Oh. Das ist alles. Die machen auch richtig viel Schaden. Da muss man die machen richtig Schaden, ey. Okay, nächste Energiequelle. Nicht mein Tiergefährte. So. Ach, bin ich noch bei Sascha. Das heißt, ihr seid gemeinsam mit Anis aufgewachsen? Ihr habt sie wieder. Okay, jetzt wird's aber so richtig heiß. Wenn ihr es unbedingt wissen müsst. Ich bin schon länger bei der Klinge als Anis. Ich vermute, dass sie das respektiert. Eigentlich ungünstig. Ja, tust du. Ich krieg die Energiequelle nicht gepackt. Es gibt auch keine andere noch, ne? Wir brauchen die. Ja, aber ich fange immer an, ihn zu retzen. Also rette ich ihn jetzt. Moment, vielleicht kann ich da gleich helfen. Moment. Nee, du nicht, weil du brauchst ja den. Nee, er hat eh schon voll. Ist schon zu spät. Ach so, okay. Als sich dann das Muster geändert hat. Ich hätte warten, ist das denn, bis er drüben ist. So. Hallo, ich muss schnapp sie dir. Ach, da ist die. Okay. Ich qualme. Und es werde Licht. Anscheinend habt ihr es geschafft. Leben eure Augenbrauen noch? Sie mussten sowieso wieder einmal gezupft werden. Geht weiter. Ich frage mich, ob das auch ein männlicher Charakter gesagt hätte. Geheimnisse innerhalb von Geheimnissen. Typisch Abaddon. Ich kann mich um Balthasars Schutz kümmern, aber die Tür wird noch von etwas anderem versperrt. Schaut euch um. Das machen wir, aber erst in der nächsten Folge. Bis denn, ciao, ciao.